das König, alles ist ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Yeah. Alle Herrschaft dort im Himmel, Sie ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde im Bochumer Osten. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, wo wir gemeinsam Gottes Wort hören wollen, in Loben und Preisen, auch mit den Liedern, die wir leise hinter der Maske mitsingen oder ganz laut in unserem Kopf. Das ist uns erlaubt. Der Wochenspruch für diese Woche, für den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10a. Da heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir feiern heute diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich, und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Ich möchte mit uns beten und ich bitte, wer kann, dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass uns deine Güte alle Morgen neu begegnet. Wir hingegen bleiben oft in der Vergangenheit verhaftet, erwägen immer wieder, was wohl gewesen wäre, wenn, und verpassen manchmal darüber die Chance des Heute. Auch schieben wir gerne etwas auf morgen, was heute dran ist, verlieren uns in Zukunftsplänen und nehmen uns keine Zeit für das Jetzt. Herr Jesus, ruf uns in die Gegenwart, lass uns mit Dank für deine Gnade jeden Tag neu beginnen und das Geschenk unserer Zeit auskosten in jedem Moment. Ewiger Gott, wirk uns im Mantel deiner Liebe, wenn uns kalt wird von innen, Herr, wenn Trauer oder Trostlosigkeit über uns herfallen und alles nur noch sinnlos erscheint. Gewähre uns Zuflucht, wenn wir nur noch darüber grübeln, was wir versäumt oder falsch gemacht haben und wenn uns die Wehmut über unausgelebte Träume einholt. Halte uns fest, du starker Gott, wenn der Boden unter uns wankt und unsere Lebensentwürfe zerbrechen. Wenn wir erkennen, wie hohl vieles ist, was wir darstellen und behaupten. Und wenn uns das Ziel unseres Daseins verschwimmt. Gott, mit der Verworrenheit unserer Gefühle, mit Fragen und Zweifeln, flüchten wir zu dir. Jesus, unser Bruder und Herr, erbarme dich über uns. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich darf uns die Informationen weitergeben für die kommende Woche. Die geplante Mitgliederstunde am heutigen Tag fällt Corona-bedingt leider aus. Auch die Möglichkeit, die wir hatten, in der Vergangenheit in einem
Saal der katholischen Kirche zu feiern, ist leider nicht möglich. Auch die kirchliche Hochzeit von Nina und Nathanael am 21.11. wird verschoben. Stattfinden wird aber der ökumenische Abendgottesdienst am Buß- und Bettag, das ist der 18.11. um 19.30 Uhr. St. Ludgerus wird es stattfinden. Allerdings ist auch dort eine Anmeldung dringend nötig. Man kann das bei der evangelischen Kirche tun oder einfacherweise einfach hier bei uns im Gemeindebüro. Noch zum Einschub zu meiner Einleitung: Der Buß- und Bettag würde sich hervorragend als Feiertag eignen, auch als Volkstrauertag. Wenn man das zusammenlegen würde, wäre das eine optimale Idee. Ich weiß nicht, weil noch kein Politiker diese Idee hatte. Der Neujahrsempfang am ersten Advent um 10.30 Uhr wird hier stattfinden. Es gibt an diesem Tag nur einen Gottesdienst, nicht wie wir es ja schon fast gewohnt sind, zwei. Um 10.30 Uhr treffen wir uns hier. Wir hatten Geburtstage in der vergangenen Woche und auch heute. Wir als Gemeinde wünschen allen Geburtstagskindern Gottes Segen und Geleit für ihr neues Lebensjahr. Geburtstag am 10. und jetzt wird es eine Herausforderung. Amirachi Navanka, bitte, wenn das falsch ist, um Entschuldigung, und Benedikt Gottmann hatten am 10. Geburtstag. Am 12. Anja Steinhauer und heute Lara und Nele Markus. Lassen Sie uns noch mal gemeinsam auf ein Lied hören. Ich habe das für die im Stream schon gesagt, es gibt Neuigkeiten, es gibt sogar zwei gute Neuigkeiten. Das eine ist, Nathanael Ullmann, das ist der Mann hinter der Kamera, möchte gerne Mitglied unserer Gemeinde werden. Bei uns geht das ja nicht irgendwie automatisch irgendwie so, sondern man muss es wirklich von Herzen selber wollen. Und Nathanael möchte das und wird am ersten Advent, also bei dem Neujahrsempfang, werden wir ihn in unsere Gemeinde aufnehmen. Und das Zweite ist, ihr habt alle eine E-Mail bekommen. Ihr wisst, wir sind in unseren Baufragen und wir merken, wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Die Zahl, die übrigens in diesem E-Mail stand, hat sich nochmal erhöht. Auch das finde ich eine sehr, sehr freudige Nachricht und ein herzliches Dankeschön an die Leute, die bereit sind, dafür zu geben, dass wir unsere Finanzen soweit sicher haben. Auch das ist, denke ich, eine sehr freudige Nachricht. Ein herzliches Dankeschön. Ja, ihr dürft das gerne auch für euch selber klatschen, das ist auch okay. Die Lesung des heutigen Sonntags steht im Psalm 90 und wir haben etwas Besonderes vor, dass wir ihn gemeinsam lesen. Und zwar die eingerückten Stellen bitte ich, dass die Gemeinde übernimmt. Und die Vorgerückten übernehme ich. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, komm wieder, Menschenskinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie im Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass sie so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren wir alle Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu dir wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint,
ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Halleluja. Also der vorgeschlagene Predigttext für heute ist vermutlich eine der seltsamsten Geschichten, die Jesus erzählt hat. Er hat ja sehr oft in Gleichnissen gesprochen, um Prinzipien des Reiches Gottes deutlich zu machen, beziehungsweise das Wesen Gottes damit zu beschreiben, wie zum Beispiel in diesem Gleichnis von dem sogenannten verlorenen Sohn. Das heutige Gleichnis, der heutige vorgeschlagene Bibeltext, kommt genau im Anschluss an dieses Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn und ist, so mal sagen, eine regelrechte Gaunerstory. Ja, man könnte sogar spöttisch behaupten, es ist eventuell die einzige biblische Geschichte, die Donald Trump kennt. Aber leider hat er sie nicht wirklich verstanden. Und im Angesicht der letzten Wochen musste dieser Name heute auch nochmal fallen. Aber hört selbst oder lest selbst mit oder lasst den Text auf euch wirken. Er steht in Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Da wandte sich Jesus seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte sich der Mann, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten auf dem Feld bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde. So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fässer Olivenöl, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter, setz dich hin und schreibe 50. Einen anderen fragte er, wie steht es bei dir, wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Habt ihr verstanden, worum es geht? Ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, dass das
der vorgeschlagene Bibeltext ist die Perikope, hätte ich am liebsten gesagt, nee, die nehme ich nicht, das ist mir zu kompliziert. Das ist so schräg, ja, und es ist überhaupt nicht einfach zu verstehen. Will Jesus wirklich sagen, dass dieser Verwalter alles richtig macht? Soll uns dieser Verwalter als Vorbild dienen? Habt ihr eine Idee, was Jesus eigentlich sagen will? Aber wir schauen uns den Text doch an und machen uns auf die Suche nach dem Verständnis, wenn man so will, wirklich eines merkwürdigen Textes. Dabei ist zunächst noch einmal wirklich festzuhalten, es ist ein Gleichnis. Und ich habe das des Öfteren schon mal gesagt, ganz generell beim Nachsinnen über Gleichnis ist es wichtig, dass Gleichnisse keine Parabeln sind, sondern sie haben einen Dreh- und Angelpunkt. Also etwas, worum sich die ganze Geschichte dreht. Sprich auch hier, es ist ein Gleichnis, es ist eben keine Parabel, wo jeder Punkt in der Geschichte eine Entsprechung im Leben hat. Und es ist erst recht kein Beispiel. Denn wenn es ja ein Beispiel wäre, dann würde Jesus uns ja damit sagen, seid im Umgang mit Geld bzw. mit eurem wirtschaftlichen Handeln genauso unaufrichtig wie dieser Verwalter, damit auch ihr möglichst wohlhabend, finanziell gesichert leben könnt. Schafft euch mit dem Geld von anderen Abhängigkeit, die euch schützen. Wie gesagt, da schimmert tatsächlich Trumps Gebaren durch, der gerade wieder Geld sammelt von anderen, damit er Schulden bezahlen kann. Das kann natürlich ganz und gar nicht Jesu Botschaft sein, oder? Und es widerspricht ja auch dem sonstigen biblischen Zeugnis, wo Ehrlichkeit, wo die eigene Hände Arbeit, der Schutz des Eigentums von anderen, wo gute Haushalterschaft einen sehr hohen Stellenwert hat. Und wo Jesus ja auch bewusst immer auch davor warnt, Geld als Lebenssinn zu sehen. Zum Beispiel auch in den Versen direkt an dem Anschluss an dieses Gleichnis, wo Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gilt also herauszufinden bei diesem Gleichnis, was der Vergleichspunkt ist, der Dreh- und Angelpunkt. Und was, wenn man so will, schmückendes Beiwerk, was aber eigentlich keine wichtige Aussage hat. Ein erster Hinweis findet sich zum Ende dieses Gleichnisses, wo Jesus sagt, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Oder nach der Luther-Übersetzung, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Also, diese Aussage weist darauf hin, dass die Gesetzmäßigkeiten, in Anführungsstrichen, die in der Welt ohne Gott üblich sind, etwas deutlich machen, was wir auf Gottes Reich übertragen können. Was könnte das sein? Beziehungsweise, was macht das Gleichnis deutlich? Der erste Punkt ist, nichts bleibt geheim. Dieser Verwalter meinte, dass er mit seinen Unregelmäßigkeiten durchkommen würde. Aber nicht nur dieses Gleichnis, nicht nur diese Geschichte, auch die Weltgeschichte zeigt, irgendwann kommt alles ans Licht. So auch hier. Und dem leitenden Angestellten wird klar, jetzt wird es ernst. Meine Existenz steht auf dem Spiel, ich bin am Ende eigentlich und ich muss die Geschäftsbücher öffnen und Rechenschaft ablegen und der Chef wird sein Urteil sprechen und das ist eigentlich schon komplett klar. Und damit zeigt Jesus, wenn man so will, hey, das ist eigentlich auch eure Lage. Ich habe euch als Menschen ganz viel anvertraut und ihr sollt damit wirtschaften. Und eines Tages gilt es, ja, es gilt Rechenschaft abzulegen, wie wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, umgegangen sind. Und nach menschlichem Ermessen würde es uns genauso gehen wie diesem Verwalter, you are fired. Du bist gefeuert. Übrigens war und ist dies gerade für Christen in der Unterdrückung ein ganz wichtiger Hoffnungsschimmer. Alles wird ans Licht kommen. Wenn vielleicht nicht auf dieser Welt, spätestens aber dann vor Gott. Wenn wir als Christen Unrecht leiden,
Gott wird für Gerechtigkeit sorgen und dies gilt tröstend bis heute. Also wer auch immer meint, mit krummen Dingern, Verschwörungstheorien, Dolchstoßlegenden sich einen Vorteil zu verschaffen, spätestens, wenn jeder einmal vor Gott stehen wird und das Buch des Lebens wird aufgeschlagen, wird es eng. Was, glaube ich, der ein oder andere Amerikaner, der sich manchmal so fromm gibt, vermutlich irgendwie komplett vergessen hat. Es kommt der Tag, am Ende aller Tage, an dem Gott aufdecken wird, was war, und an dem er richten wird, die Lebenden und die Toten. Ich weiß, davon reden wir nicht gerne, weil es, und das ist leider so, in früheren Zeiten der Kirchengeschichte dieses Wissen als falsches Druckmittel gebraucht wurde und wirklich auch ganz viel Schaden angerichtet hat, inklusive wirklich Angstzustände, ja, und auch Paranoia und auch einem ganz verschrobenen Glauben. Beziehungsweise auch, weil wir vielleicht heute oft denken, in einer toleranten Zeit könnte man das dem modernen Menschen ja gar nicht mehr so erzählen und zumuten. Aber die Bibel ist, soll ich sagen, leider sehr eindeutig. Gott hat uns vieles anvertraut, unsere Lebensjahre, unsere tägliche Zeit, unser Können, unsere Begabung, unsere Schaffenskraft, die Schöpfung, unsere Kinder, die Mitmenschen auf der ganzen Welt und vom Geld und den Möglichkeiten hier in der westlichen Welt mal ganz zu schweigen. Und wir alle sind Verwalter in Gottes Auftrag eingesetzt. Das ist Teil unserer Würde, besonders unseres Auftrages, was wir schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen können. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaue und bewahre. Und zu dieser Würde, zu diesem Auftrag gehört eben auch, wie Paulus im 2. Korintherbrief schrieb, wir haben es am Anfang des Gottesdienstes gehört, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Weil das so ist, dass nichts geheim bleibt, beziehungsweise dass wir Rechenschaft ablegen werden, deshalb gilt es, nicht abzuwarten. Und das ist etwas Zweites, was wir aus diesem Gleichnis lernen können, beziehungsweise was die Klugheit dieses Verwalters auszeichnet. Als ihm klar wird, dass es jetzt eng wird, dass er Rechenschaft ablegen muss, zögert er nicht, oder gibt sich irgendwelchen Beschwichtigungen hin, ah, das wird irgendwie noch gut gehen, so hin, sondern er gestaltet aktiv seine Zukunft. Er behält die Ruhe, geht auch nicht in irgendeine aktivistische Panik, sondern ohne Illusion sagt er sich, auf dem Feld arbeiten kann ich nicht. Habe ich zu wenig Muskelmasse oder was auch immer. Und betteln, nee, das ist unter meiner Würde. Also überlegt er sich einen Plan, der ihm das auf jeden Fall erspart und eventuell ihm hilft, eine Absicherung zu haben. Er nutzt diese kurze Zeit bis zu seiner Entlassung, solange noch seine Unterschrift gilt, und geht zu den Pächtern, die seinem Herrn etwas schulden. Und macht ihnen eine Freude. Oder man könnte auch sagen, er macht sich Freunde, die ihm dann eventuell helfen, wenn er arbeitslos ist. Nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Er verringert die Schuldenlast der Bauern seines Herrn und der Herr, heißt es ja dann, und man, die Ausleger sind sich nicht eindeutig klar, ob es jetzt um Jesus geht oder um seinen Chef. Jedenfalls dieser Herr lobt diesen Halunken. Wichtig übrigens, dass er lobt ihn nicht deshalb, weil dieser Verwaltungskaufmann schlecht gewirtschaftet hat oder weil er den Betrug gut findet. Es wird ja ausdrücklich in diesem Lob auch von einem ungerechten Verwalter gesprochen. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, solche Betrugs- und Manipulationsmaschen noch nachzuahmen. Ja, will es keinen Namen nennen. Im Gegenteil, Jesus will uns von falschen Bindungen an Geld und Gut freimachen. Aber dieser Herr lobt diesen Gauner, weil er eben nicht abwartet, sondern gemäß der Situation zügig handelt. Das heißt doch hier, dass Jesus zwischen den Zeilen uns sagt, hey, klug im Licht der Bibel ist, wer erkennt, wie seine Lage aussieht und dann reagiert. So handelt dieser Wirtschafter rasch in der Hoffnung, dass man ihm eine Tür auftut, dass ein Haus für ihn offen steht. Und das gilt ja auch für uns, wenn uns bewusst wird, dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Schieben wir das alles weg und machen weiter wie bisher oder warten wir nicht ab und verändern unser Handeln und unser Denken. Und bevor jetzt ein Missverständnis auftritt, als ob wir durch gute Leistungen
uns der Rechenschaft Gottes entziehen könnten oder indem wir ihm eine Freude machen, würde er zu unserem Freund. Nein, wir können Gott nicht bestechen. Und unsere Leistung ist nicht in dem Sinne wichtig, dass wir bei Gott irgendwie einen Vorteil hätten. Und es ist ja auch kein Zufall, dass im Lukas-Evangelium vor diesem Gleichnis dieses andere Gleichnis steht. Ihr habt hoffentlich noch in Erinnerung, was es war, habt es eben schon mal erwähnt, ne? Das vom verlorenen Sohn. Jesus erzählt also zunächst erst einmal etwas vom Wesen Gottes, nämlich dass dieser Lump von Sohn, der von zu Hause abhaut und das Vermögen des Vaters verprasst, mit offenen Armen empfangen wird. Das Haus des Vaters steht jedem offen, ohne irgendwelche Vorleistungen. Nur diese Umkehr ist wichtig, dieser Entschluss, ich warte nicht mehr ab, sondern ich kehre zu Gott zurück. Und danach kommt diese Geschichte von diesem, eigentlich können wir ihn gar nicht Verwalter nennen, sondern eher Unverwalter oder Nichtverwalter. Jesus macht also deutlich, lebt jetzt schon mit dem Blick zu Gottes Vaterhaus. Seid klug, seid nicht so dumm zu meinen, das Leben hier auf dieser Welt wäre schon alles. Und fallt nicht auf die Ansicht rein, wir würden alles, was wir heute haben, irgendwie ewig behalten. Leben im Licht der Ewigkeit, und das ist die Perspektive, die uns immer wieder öffnet, wie ja auch schon der Psalmbeter in dieser Lesung es auf den Punkt bringt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer wirklich weise lebt, stellt sich wie dieser Verwalter darauf ein, was noch kommt. Und dabei trifft er übrigens eine gute, wichtige Entscheidung, nämlich nicht am Falschen festhalten. Denn ganz ehrlich, man muss ja mal fragen, warum macht er das, diese Schuldenerleichterung? Wäre es nicht eigentlich logischer, praktischer, verständlicher zu sagen, hey, jetzt habe ich mal so viel Geld zusammen wie möglich und das, was ich habe, habe ich und dann mache ich mich vom Acker, auf dem ich auch nicht arbeiten will. Das wäre doch eigentlich viel logischer, oder? Großen Batzen Geld mitnehmen und habe meine Ruhe. Aber der Verwalter handelt ja anders. Er vermindert den Pächtern die Schulden und verändert deren Verträge. Quasi, wenn man so will, einen Schuldenschnitt in der Bibel in der Hoffnung, dass daraus ein Rettungsschirm für ihn selber wird. Und damit gibt Jesus übrigens zwischen den Zeilen einen ganz wichtigen Hinweis, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz umgehen sollen, nämlich in der Perspektive unserer Endlichkeit. Geht im Licht der Ewigkeit gerecht und weitsichtig mit eurem Geld um, denn das letzte Hemd hat nämlich keine Taschen. Aber eventuell gibt es vielleicht noch einen weiteren Grund, warum der Verwalter so handelt. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen spekuliert, aber nicht ganz abwegig. Denn im damaligen Israel gab es nach dem Gesetz des Alten Testamentes das Verbot, Zinsen zu nehmen oder auch Zinsen zu zahlen. Wenn nun ein Bauer keine gute Ernte hatte, konnte er seine Pacht mit geliehenem Geld bezahlen. Und so häuften sich aber Schulden an. Und dann gab es nämlich Verwalter, die das irgendwie schon vorausahnen und deshalb von vornherein schon eine Summe in die Pacht einrechneten. Und dadurch wurde die Pacht ungerecht hoch und mancher Bauer hatte Mühe, sie überhaupt zu bezahlen. Also mussten sie Schulden machen und der Schuldenberg wuchs, wuchs und wuchs. Und so ist ja auch die Summe der Schulden in dieser Geschichte ja auch enorm, die Jesus hier nennt. Und ein Ausleger hat es dann mal nachgerechnet. 100 Fässer Olivenöl, das ist der Ertrag von 140 Ölbäumen. Und das ist schon eine riesen, riesen Menge. Und auch 100 Sack Weizen, da muss man ganz schön schwer schuften, zumal es damals keinen Trecker gab oder so etwas, ne, um das zu erwirtschaften. Könnte es also sein, dass Jesus diese hohe Summe deshalb nennt, um zu sagen, hey, solche Belastungen sind doch ungerecht. Wie er ja auch an anderen Stellen immer wieder darauf hinweist, hey, geht ehrlich mit eurem Geld um und mit Besitz, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, was ihm zusteht, zahlt gerechte Löhne, Betrug und Geldgier passen nicht zum Reiche Gottes. Und damit wäre ein kleiner Nebensatz zu der zentralen Botschaft des Gleichnisses, so nach dem Motto, geht gütig mit eurem Gut um. Macht etwas Gutes aus eurem Gut. Ja, der Verwalter hatte vorher Misswirtschaft betrieben. Wie? Das erzählt übrigens Jesus gar nicht. Aber was er erzählt, das ist wichtig, dass dieser Verwalter nämlich nun, wenn man will, zum Wohltäter der Bauern wird.
Er reduziert die Schulden und erleichtert den Pächtern das Leben. Das war ihm wichtiger, als möglichst selbst viel auf sein Konto zu schaufeln. Sprich, er benutzt das Geld, solange er es hat, und gebraucht es im Licht der Ewigkeit klug, nicht indem er es anhäuft und nichts davon weggehen lasst, sondern setzt es klug ein. Wenn ihr gebt, wenn ihr anderen helft, macht euch Freunde, nicht Feinde damit, setzt euer Gut für den Herrn ein. Noch einmal dieser wichtige Hinweis auf den Aufbau des Lukas-Evangeliums. Erst kommt das Gleichnis von dem heimkehrenden Sohn, womit uns Jesus sagt, wir sind von Gott geliebte Söhne und Töchter. Und der Rettungsschirm der Liebe Gottes ist mit offenen Armen des Vaters immer aufgespannt. Mit allem, was wir sind, können wir zu ihm kommen. Und auch nur das, nicht die Angst, sondern nur diese gelebte Liebe Gottes soll unser Leben verändern. Dass wir nämlich zielgerichtet leben. Wenn uns als geliebte Kinder dieses Vaters bewusst wird, dass es dieses Ziel am Ende der Zeit, das Gericht, der Ort der Rechenschaft gibt, wird sich unser Leben verändern. Und zwar nicht aus Angst, ganz wichtig, nicht aus Angst, sondern weil wir diesen Vater, diesen liebenden Vater im Himmel kennen und weil wir, wie dieser ungerechte Verwalter, wissen, worauf es nämlich eigentlich ankommt. Deswegen nochmal zum Schluss. Nicht die normalen Abläufe dieser Welt an sich, die Jesus hier beschreibt, sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Schon gar nicht das fast schon kriminelle Wirtschaftsgebaren, sondern das zielstrebige Verhalten des Verwalters, weil er weiß, was kommt. Beim Ausleger habe ich gelesen, dass Martin Luther auch über dieses Gleichnis gepredigt hat, um eben dann auch diese Erkenntnis des zielgerichteten Handelns so zu veranschaulichen. Wenn eine Prostituierte sich mit großer Sorgfalt schön macht, um den Männern zu gefallen, und wir nehmen das als Gleichnis, dann heißt das nicht, dass wir damit die Prostitution gutheißen, so Luther. Eine Braut könnte jedoch in diesem Gleichnis lernen, dass sie sich für ihren Bräutigam mit großer Sorgfalt schön machen sollte. Und wir Christen können daran lernen, dass wir uns mit guten Werken für unseren Bräutigam Christus schmücken sollen. Es geht um das zielgerichtete Handeln. Wenn wir die Geschichte hier vom unehrlichen Verwalter also wirklich nur als Gleichnis nehmen, dann können wir sagen, wir sollen ebenso klug und zielgerichtet handeln wie er. Aber nicht zur Erfüllung irgendeines weltlichen Lebensmottos, möglichst schön, reich, sexy, erfolgreich oder so irgendetwas zu werden, sondern zur Erfüllung eines geistlichen Lebensmottos, nämlich Christus ähnlicher zu werden, zur Ehre Gottes zu leben und dafür mit dem, was uns anvertraut ist, zu handeln. Denn nichts bleibt geheim, weshalb wir nicht abwarten und nicht am Falschen festhalten, sondern zielgerichtet leben. Machst du damit? Amen. Ein kleiner Moment der persönlichen Stille mit diesem guten Vater, mit dem liebenden Vater zu sprechen. Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Von meiner Seite bleibt Ihnen nur einen schönen Sonntag zu wünschen und ich danke allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Vor dem Segen wollen wir aber gemeinsam beten, das Vaterunser, und ich bitte dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen guten Sonntag.